Fleischhacker entschuldigen. Er hat heute leider keine Zeit gehabt, hat es nicht geschafft, was schade ist, weil der Michael natürlich jemand ist, der sehr, sehr viel Erfahrung hat in dem Einsatz von Minecraft im Unterricht. Aber ich werde versuchen, Ihnen da in der kurzen Zeit ein bisschen einen Bogen zu spannen, was man damit machen könnte, was es da an Angebot gibt und Ihnen auch ein konkretes Projekt vorstellen, was wir beim Wiener Bildungsserver hier mit Minecraft machen wollen. Ich bin eben vom Wiener Bildungsserver. Wir unterstützen Schulen bei der Förderung von Medienbildung im Unterricht, konkret Wiener Schulen. Wir sind eben für Wien zuständig. Und jetzt haben wir uns gedacht, wäre ein guter Zeitpunkt, um eben Minecraft im Unterricht auch ein bisschen zu forcieren, aus zwei Gründen. Zum einen ist Minecraft in der Microsoft Education Edition A3 bereits enthalten. Das heißt, alle Bundesschulen sollten bereits diese Minecraft-Edition haben. Die Pflichtschulen, ein großer Teil der Pflichtschulen sollte das auch schon haben. Ich glaube, Niederösterreich kommt dann im Jänner noch dazu. Also es sollte dann in allen Schulen für Schülerinnen und Lehrpersonen verfügbar sein. Und das Zweite ist, dass eben im Zuge der Geräteinitiative jetzt auch sehr viele Schulen, sehr viele Schülerinnen Geräte bekommen haben, auf denen Minecraft natürlich läuft. Und das eben eine gute Möglichkeit ist, in diese Form des Game-Based Learning einzusteigen. Ich habe jetzt nur eine kurze Frage an Sie alle, vielleicht einfach mit Handzeichen, das zu dokumentieren, ob Sie schon Erfahrung mit Minecraft Education Edition haben. Einfach irgendeine Reaktion aus den Reaktionen auswählen. Doch, einige schon Erfahrung mit der Education Edition. Gut, die zweite Frage, ob Sie mit Minecraft als Spiel, also mit der normalen Spielversion Erfahrung haben. Spielerfahrung also. Okay, gar nicht so viele mehr eigentlich, ja. Und die dritte Frage, ob Sie sonst Kontakt oder ob Sie von Ihren Schülerinnen und Schülern das schon vorgestellt bekommen haben oder sonst irgendwie erfahren haben und wissen, worum es da geht. Okay, gut, vielen Dank. Also grundsätzlich, Minecraft ist ein Open-World-Game, wo man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Ich möchte nur zunächst noch die Vorteile von Game-Based Learning ein bisschen ansprechen, wo Minecraft sozusagen ein Spezialfall ist. Also bei Game-Based Learning geht es darum, mit Hilfe von Spielen oder mit Hilfe von spielerischen Mechaniken, das muss jetzt nicht immer ein komplettes Spiel sein, Unterrichtsinhalte zu vermitteln oder Zusammenhänge zu verdeutlichen. Das wäre also die Grunddefinition von Game-Based Learning. Einige Vorteile, die man da hat, ist, dass Spiele intrinsisch motivieren, dass sie emotional die Leute hineinziehen, dass sie Spaß machen. Also was jetzt den Spielspaß ausmacht, das wäre jetzt wieder ein eigener Vortrag, aber im Grunde Spiele fesseln und Spiele interessieren. Im Fall von Multiplayer-Spielen, was auch bei Minecraft der Fall sein kann, ist es eine gemeinsame Aktivität. Und konkret bei Minecraft gibt es mehrere Punkte, die da besonders hervorstechen. Das ist das Ausleben von Kreativität, wo man einfach sehr große, ausgefeilte Strukturen mit Minecraft bauen kann. Man kann Inhalte visualisieren, also man kann also Bergwerke, zum Beispiel Funktionsweise von Bergwerken zeigen. Es gibt aber auch, ich kann durch riesige Zellen durchwandern, wo die einzelnen Organe der Zellen dann dargestellt sind mit diesen Minecraft-Blöcken. Also gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Was auch im Mittelpunkt steht, ist das Problemlösen. Wir haben vorher schon im Vortrag von Christiane Spiel gehört, dass da eine wichtige Methode, die im Unterricht zu forcieren sein sollte, ist, komplexe Aufgabenstellungen im Team zu bewältigen, wo vielleicht auch nicht das Ergebnis schon vorgegeben ist, sondern wo man dann gemeinsam zu einem offenen Ergebnis findet. Und da eignet sich natürlich Minecraft wunderbar dazu.
Die Vorteile von konkret zum Einsatz von Minecraft wären, dass es ein bekanntes und beliebtes Spielprinzip ist. Also viele Schülerinnen und Schüler kennen das bereits, spielen es auch zu Hause. Es ist eine offene Welt, die viele Möglichkeiten bietet. Es gibt zahlreiche Materialien dazu. Ich zeige Ihnen da gleich einen Husche in einem kurzen Überblick dadurch, was es an Materialien schon gibt. Und in der Education Edition speziell gibt es zusätzliche Funktionen, die ich Ihnen dann auch kurz zeigen werde zur Aufgabenverteilung und Lernzielkontrolle und so weiter. Natürlich gibt es auch Nachteile. Nachteile vor allem bei ungeübten Spielerinnen und Spielern. Also wer noch nie mit Minecraft zu tun hat, kann vielleicht also auch mit der Navigation im Raum schon Probleme haben und da wird es dann schwierig. Also da muss einfach ein bisschen eine Einübungsphase eingeplant werden. Andererseits ist es auch möglicherweise schwierig für Leute, die zu Hause gern Minecraft spielen, weil das einfach der Einsatz im Unterricht ein anderer ist. Also da bin ich eingeschränkt, da habe ich bestimmte Aufgabenstellungen, die ich erfüllen muss und bin dann nicht so offen und frei, dass ich mir eben selbst meine Spielziele suchen kann, wie das im normalen Spiel der Fall ist. Auch für Lehrpersonen ist der Einstieg nicht so ganz einfach. Es gibt umfangreiche Kursmaterialien, also von Microsoft selbst gibt es Kurse, die man da durchlaufen kann, die einen also komplett da durchführen von den Anfangsgründen bis hin zur Planung von eigenen Unterrichtsinhalten. Aber der Einstieg, wenn man selber noch nie gemacht hat, ist da nicht so ganz einfach. Auch ist alles nur oder fast alles nur auf Englisch verfügbar. Das heißt, Sie werden die Unterrichtsmaterialien oder die Welten wahrscheinlich anpassen müssen. Die Texte, die da in diesen Welten vorkommen, müssen Sie dann anpassen. Am leichtesten fällt es bei Kreativwelten, weil da nicht allzu viel gefordert wird, textmäßig. Aber in anderen Welten wird da viel Anpassung notwendig sein. Und auch die Übersetzung ins Deutsche, also es sind die Namen der Blöcke und andere Funktionen sind ins Deutsche übersetzt, die sind aber teilweise nicht ganz glücklich gewählt. Zum Beispiel gibt es mehrere Möglichkeiten von Tafeln, auf die man was draufschreiben kann im Spiel. Und die kleinste Tafel, so eine Handtafel, heißt Slate auf Englisch und Slate heißt auf Englisch auch Schiefer. Und wenn Sie dann suchen nach dem, finden Sie das unter Schiefer, was jetzt nicht unbedingt ganz glücklich ist. Und einige andere solche Fälle gibt es dann auch bei den Übersetzungen. Gut, aber genug der Einleitung. Ich führe Sie jetzt gleich einmal in Minecraft hinein. Ton sollte freigegeben sein. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Sie sehen also den Startbildschirm hier von Minecraft. Wenn ich da zunächst mal eingestiegen bin, habe ich die Möglichkeit, meine Welten auszuwählen und die Bibliothek. Ich schaue jetzt mal kurz mit Ihnen in die Bibliothek hinein. Das ist der Raum, wo Sie alle vorbereiteten Welten finden. Für uns hauptsächlich interessant ist der Bereich thematische Sets. Das ist ein bisschen unglücklich formuliert. Auf Englisch heißt es einfach Lessons, weil Sie dort die Unterrichtsbereiche finden. Und Sie finden da viele Bereiche, auch welche, an die man an sich gar nicht denkt, wenn man hier so mit Minecraft zu tun hat. Zum Beispiel vielleicht Mathematik. Sie sehen, das ist auch in Pflichtfächer unterteilt, wo Sie dann unterschiedliche Aufgaben, Bruchrechnung, Dezimalrätsel und so weiter auch finden. Ich habe mir das selber alles noch nicht durchgeschaut, nur stichprobenartig hineingeschaut. Aber wenn Sie dann zu Ihrem jeweiligen Fach was suchen, werden Sie sicher etwas finden, was Sie entweder direkt verwenden können oder was Sie für Ihren Bedarf dann auch anpassen können. Schauen wir gleich mal in eine Welt hinein, um Ihnen dann die zusätzlichen Möglichkeiten von Minecraft Education zu zeigen. Ich habe da eine kleine Welt erstellt, wo ich das dann herzeigen möchte. Sie sehen, ich kann die Welt entweder spielen, ich kann sie hosten als Multiplayer-Welt, aber wir spielen das jetzt einfach mal. Grundsätzlich ist Spielen immer die Bezeichnung für Einsteigen in eine Welt. Also auch wenn Sie ein eigenes Unterrichtsmaterial erstellen, dann klicken Sie zunächst auf Spielen, dann sind Sie eben in dieser Welt drinnen und können dann in dieser Welt Ihre Materialien errichten. Ich stehe da jetzt in einer relativ jungfräulichen Welt. Sie sehen, da links habe ich meine Position angezeigt. Das ist manchmal ganz wichtig, wenn man irgendwelche Straßen baut oder Zusammenhänge zwischen Räumen baut.
und die Position meines Agenten, den zeige ich Ihnen dann gleich später. Unten in der unteren Zeile habe ich die Objekte, die ich schnell einsetzen kann. Hier sehen Sie die drei Tafeln, die ich angesprochen habe. Das sind drei Informationstafeln. Ich kann hier dann draufschreiben, Info 1 zum Beispiel, das ist eben eine kleine Tafel, die ich irgendwo anbringen kann. Die anderen Tafeln haben die gleiche Funktion, sind halt dann etwas größer. Und die können dazu dienen, die Kinder und Jugendlichen, die Schülerinnen durch ihre Welt zu führen. Das ist die große Tafel. Also auf der großen Tafel können Sie wirklich sehr, sehr viele Informationen dann unterbringen. Einige Funktionen, also das wäre mal, um Schülerinnen durch die Welt zu führen. Es gibt Funktionen zur Lernzielkontrolle, Lernfortschrittskontrolle auch. Eine der wichtigsten ist die Kamera. Ich kann hier mit der Kamera Aufnahmen machen, also zum Beispiel diese Kuh hier fotografieren mit Rechtsklick. Habe ich jetzt diese Kuh fotografiert und da habe ich Hühner und Schweine auch noch im Hintergrund. Machen wir mit Huhn und Schwein. Genau. Diese Fotos kann ich mir jetzt in ein Portfolio hineinsetzen, beziehungsweise sind sie schon drin. Das Portfolio ist gleich das nächste hier auf der Liste. Und das Portfolio, in dem habe ich jetzt bereits diese Fotos schön eingeklebt. Das Portfolio kann genutzt werden, wenn Schülerinnen und Schüler Aufgaben bekommen, wenn sie irgendwelche Gebäude zum Beispiel errichten sollen oder was weiß ich, gleichseitiges Dreieck dann in Blöcken aufbauen sollen. Können Sie davon ein Foto machen, das erscheint in Ihrem Portfolio und das Portfolio kann mit dem Schalter rechts unten exportiert werden als PDF. Und so kann man das dann bei Ihnen abgeben als Aufgabe und es kann eben der Fortschritt im Spiel dadurch dokumentiert werden, wenn die Welten von den Schülerinnen und Schülern allein begangen werden. Es gibt eben die Möglichkeit, diese Welt, die ich hier habe, entweder den Schülerinnen einzeln zur Verfügung zu stellen, dass sie eben alleine sich darin bewegen und Aufgaben lösen, oder sie können Schülerinnen und Schüler einladen zu einem Gruppenspiel, um dann gemeinsam Aufgaben in dieser Welt zu erfüllen. Das nächste hier auf der Leiste ist Buch und Feder. Funktioniert ähnlich wie das Portfolio. Hier können Sie Texte hineinschreiben. Also hier können Schülerinnen und Schüler auch Dinge hineinschreiben, Beobachtungen, die sie gemacht haben, wenn sie irgendwelche Experimente da durchführen. Es gibt eine eigene Chemieerweiterung, wo man dann Experimente machen kann und die Ergebnisse könnten eben hier eingetragen werden. Das nächste ist ein Grenzstein. Grenzstein ist sehr praktisch, weil damit können Sie Mauern errichten, die für die Schülerinnen unsichtbar sind, die aber nicht überschritten werden können. Also wenn Sie einen Bereich haben, der nicht verlassen werden soll, dann bauen Sie da rundherum mit diesen Grenzsteinen eine Mauer und dann wäre dieser Bereich, also wäre nur in diesem Bereich möglich, sich aufzuhalten. Gut, die anderen Eier, die zwei Eier, die ich da unten habe, ich kann eben den Agenten spawnen mit diesem Ei. Also es werden alle Kreaturen werden aus, in Minecraft aus Eiern geboren und ich werfe da einfach so ein Ei hin, um diesen Agenten zu spawnen. Und ein NPC, das ist ein Non-Player-Character, zeige ich Ihnen dann später, der Aufgaben vergeben kann, Informationen geben kann. Und den kann ich auch mit einem Ei dann hier spawnen. Den Agenten wollte ich Ihnen jetzt hier nur kurz zeigen, um das Code, den CodeMaker zu demonstrieren. Der CodeMaker ist eine kleine Programmierfunktion innerhalb von also CodeBuilder, innerhalb von Minecraft. Mit dem kann man verschiedene Dinge ausführen. Ich habe hier ein kleines Projekt bereits erstellt, das sich an diesen Agenten richtet. Ich habe im CodeBuilder da verschiedenste Möglichkeiten. Das erinnert an Scratch. Also wer mit Scratch vertraut ist, der hat mit dem CodeBuilder überhaupt keine Probleme. Und dieser Agent, dem habe ich jetzt eine Aufgabe gestellt, die ich mit einem Chat-Befehl starten kann. Der Chat wird mit der Taste T geöffnet. Und jetzt gebe ich hier /Turm ein. Und dann sollte der... Aha. Ich die Berechtigung zur Nutzung verfüge. Schauen wir mal, ob ich... Ja, das kann sein, dass das dieses ist.
Okay, gut. Schauen wir noch einmal den hinein. Gent bewegt sich nicht. Okay, gut, Demonstrationsproblem. Dann verlassen wir diese Welt. Termine kann immer ein Problem geben, wenn man Rechte nicht hat oder wenn man vergisst, sich selber Rechte zu geben, dann kann das immer zu einem Problem führen. Deswegen muss man das alles vorher ausführlich testen. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist frei verfügbar in der Sammlung, in der Unterrichtsmaterialiensammlung in Geschichte. Das ist ein Escape Room zu ägyptischen Pyramiden. Zeige ich Ihnen nur als Demonstration, was hier auch möglich ist. Und hier sehen Sie auch diese Absperrmauer. Also ich bin jetzt hier als Spieler drin und ich kann diese Mauer, die unsichtbare, nicht überwinden. Ich muss also da in diese Pyramide hinein. In den Kisten finde ich Gegenstände, die ich dann brauchen werde, eben Buch und Feder. Und das Portfolio und die Kamera. Und jetzt muss ich da rein in die Pyramide. Okay. Gut. Ich habe also hier vier Schalter vor mir und eine geschlossene Tür. Und es muss jetzt sicherlich durch irgendeine Schalterkombination diese Tür geöffnet werden. Haben Sie vielleicht irgendeinen Tipp für mich, wie ich die Kombination machen sollte hier? Weißer Schalter. Rauf. Weißer Schalter rauf. Gut. Ah, zu schnell. Genau, weißer Schalter rauf. Warum? Das ist ein Escape Room. Bei Escape Rooms ist es grundsätzlich so, dass man ohne Vorwissen nur mit logischem Denken da durchkommen sollte. Und wenn Sie da genau geschaut haben, rechts diese Blumen, die da wachsen, da ist bei der weißen Blume ist der Schalter nach oben und bei allen anderen ist der Schalter nach unten. Und das ist hier auch die Farbe, die wir hier sehen. Deswegen hier der weiße Schalter nach oben und das führt uns dann weiter in den nächsten Raum, wo Sie dann auch weitere Rätsel haben. Ich führe da jetzt nicht weiter durch, aber Sie können sich das dann selber eben anschauen. Das heißt Escape the Desert. Und ist im Bereich Geschichte zu finden. Das ist nur ein Bereich für einen Escape Room, also das ist kein Kreativbereich, sondern das ist ein Rätselbereich, was dann auch gleich die Überleitung ist zu dem, was ich Ihnen gleich zeigen werde, was wir selbst gestaltet haben oder was ich selbst gestaltet habe als ein kleiner Prototyp für einen Escape Raum. Zum Bereich digitale Grundbildung, wovon ja heute auch schon die Rede war. Also wir planen beim Wiener Bildungsserver im nächsten Semester Workshops zu Minecraft anzubieten und eben auch eine solche Welt zu einigen Themen der digitalen Grundbildung. Also im Detail zum Thema Verschlüsselung, zum Thema persönlicher Daten, Schutz persönlicher Daten, zum Thema sicheres Passwort und zum Thema Recherche. Also diese vier Themen sollen in dieser Welt dann abgebildet sein. Diese Welt soll man in circa einer Stunde durchlaufen können. Und wie das ungefähr funktionieren soll, habe ich Ihnen jetzt mal in diesem Prototypen dargestellt. Was Sie im Hintergrund vielleicht hören, sind Zombies, denen man dann da draußen in der Finsternis begegnen kann. Ich bin hier in einer Schule eingesperrt und kann nicht raus. Das ist eine ganz praktische Funktion in den Einstellungen. Wir können hier in den Einstellungen ein paar Funktionen vornehmen. Da ist eine Funktion im Bereich Klassenraum, unveränderliche Welt. Das ist sehr, sehr nützlich, wenn Sie sowas bauen wie einen Escape Room, weil beim Escape Room soll es ja nicht möglich sein, sich durch die Wand hinauszugraben. Und wenn Sie unveränderliche Welt aktivieren, dann können die Schülerinnen und Schüler zwar mit den Gegenständen, Schaltern, Hebeln und so weiter interagieren, aber sie können eben keine Blöcke abbauen und können eben keine Löcher hinausgraben. Das ist also eine wichtige Einstellung. Andere Einstellungen, da kann man sich auch durchklicken. Codebuilder ist ja deaktiviert, perfektes Wetter, all diese Dinge kann man mit diesen Einstellungen dann festlegen.
Ja, das hier heißt Escape the School. Lehrerin steht hier mit Rechtsklick. Sie ist ein NPC. Sie gibt mir die Informationen, die ich brauche, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ich hätte den Schlosser rufen sollen. Die Stahltür klemmt. Wir sind gefangen. Der Weg hinaus führt durch den Felsenkeller, wo es Monster und Geister gibt. Ja, die Tür hinaus, das ist eine Stahltür. Die kann ich hier nicht öffnen. Der einzige Weg ist also hinunter in den Keller. So. Wenn ich hier durch diese Tür gehe, fällt hinter mir zu und ich komme auch hier nicht mehr heraus und finde hier den bösen Datenklau, der mir hier auch wieder Informationen gibt. Haha, willkommen in meinem Reich, gib mir Informationen, dann lasse ich dich passieren. Doch nur eine der drei Türen führt dich in Sicherheit. Der Datenklau. Da unten wird es jetzt relativ einfach. Das ist, wie gesagt, nur ein Prototyp. Gibt es Möglichkeiten für Informationen? Verrate deine Kontonummer und dein Passwort, indem du durch diese Tür gehst. Verrate deine Schuhgröße und dein Lieblingsessen, indem du durch diese Tür gehst. Und verrate Adresse und Telefonnummer, indem du durch diese Tür gehst. Haben Sie Vorschläge für mich, wo ich durchgehen sollte? Gut, also ich sehe jetzt den Chat nicht, vielleicht gibt es einen Vorschlag im Chat, aber ich gehe jetzt mal, also Sie... Schuhgröße und Essen. Schuhgröße und Essen, genau, also das ist natürlich die richtige Wahl. Wenn ich da durchgehe, komme ich durch einen längeren Gang dann hinaus. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal, was passiert, wenn ich falsch wähle. Das ist spannender. Also ich verrate mal Kontonummer und Passwort. Okay, Tür fällt hinter mir zu, ich kann nicht zurück, ich kann mich nicht rausgraben. Okay, das zu verraten war ein Fehler, gut. Noch 5 Minuten, falls ja. Noch Zeit für Fragen bleiben sollen. Gut, geht sich genau aus, ich komme hier raus, Ausgang, okay, Spinnen, okay. Also hier, ich habe die falsche Wahl getroffen und es spielt sich entsprechend gefährlich ab hier. Aber es ist zu schaffen. Gut, ich komme da also raus, mache hinter mir zu. Okay, und die Schule wäre dann da oben wieder. Also kleine Prototyp ist dann noch zu erweitern auf 4 verschiedene Bereiche. Es soll dann auch nicht so offensichtlich sein, natürlich mit den Fragen. Und man soll auch die Möglichkeit haben, nicht gleich rauszukommen, sondern wieder zurück in den Raum mit den 3 Türen, damit man es dann auch nochmal versuchen kann. Gut, dann stoppe ich wieder diese Welt. Hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck gewonnen und verlasse das. Und stehe für Fragen zur Verfügung. So, es gibt es im Chat. Herr Daniel Buchberger fragt, was ist kostenlos nutzbar? Was ist kostenlos nutzbar? Grundsätzlich sind alles, was Sie eben in dieser Bibliothek finden, ist kostenlos nutzbar. Kann ich die Arbeiten irgendwie importieren. Ja, es gibt, die Welten können exportiert werden. Also wenn ich hier auf meine Welt gehe und zum Beispiel eben das River Biome unter Verwalten, ich habe es jetzt nicht geteilt. Also ich kann eine Welt unter Verwalten exportieren, dann wird die Welt einfach als Datei exportiert und kann weitergegeben werden und kann dann von allen, die eben diese Minecraft Education Edition haben, kann sie dann auch importiert werden und kann dann auch selbst verwendet werden. Alles, was Sie in der Bibliothek finden, ist grundsätzlich kostenlos. Sie finden auch unter Minecraft bei Microsoft in den Unterrichtsmaterialien finden Sie auch viele Welten, die eben nicht in der Bibliothek sind, Tutorial-Welten, die Sie dann auch herunterladen können.
Teilweise sind das Templates, die muss man dann in einen eigenen Ordner im Minecraft selber hineinlegen und dann können Sie sie auch aus dem Spiel heraus grundsätzlich öffnen. Gut, die weitere Fragen wären, ob es auf dem iPad funktioniert, fertige Unterrichtsvorbereitungen und meine alten Welten in neue Welten. Das mit den alten Welten weiß ich nicht. Ich weiß nur, also die Java Edition ist jetzt nicht kompatibel mit der neuen, mit der aktuellen Version. Also die aktuelle Version, also die Bedrock Edition, ja, ist eben nicht mit der Java Edition kompatibel. Dafür gibt es die neue Version für alle oder für die meisten Betriebssysteme und die sollten auch untereinander kompatibel sein. Also theoretisch müsste es fürs iPad auch geben. Jedenfalls gibt es fürs Chromebook auch. Müsste für iPad auch geben. Fertige Unterrichtsvorbereitungen gibt es auf Englisch, meines Wissens. Also ich wüsste nicht, was es auf Deutsch im Moment gibt, aber auf Englisch gibt es zu sehr, sehr vielen Welten auch fertige Unterrichtsvorbereitungen. Was gibt es noch? Ah, genau, die Frage, ob Mojang Java-Welten importiert werden können. Direkt meines Wissens nicht. Vielleicht gibt es irgendein Tool, das das umwandeln kann, aber direkt, glaube ich, geht es nicht. Ja, was ich jetzt nicht hergezeigt habe, nicht herzeigen konnte aus Zeitgründen, es gibt eine Classroom-App, die ergänzt die Education Edition. Und mit dieser Classroom-App können Sie in Multiplayer spielen, die Spielerinnen und Spieler verwalten. Also können Sie das Spiel pausieren, Sie können den Chat abdrehen, Sie haben eine Karte, wo Sie sehen, wo alle sich befinden und so weiter. Also das ist die Classroom-App ist dabei, ist aber eine extra App, die Sie extra installieren müssen. Und mit der Classroom-App können Sie vor allem in Multiplayer spielen sehr gut das alles administrieren. Ja, und ab nächsten Semester voraussichtlich beim Wiener Bildungsserver kostenlose Workshops zu Minecraft Education Edition. Gut, vielen herzlichen Dank für die sehr interessanten Ausführungen. Bedanke mich im Namen vieler, wie ich denke, und möchte schon wieder überleiten an unsere nächste Vortragende, Frau Dr. Edith Lindenbauer, der ich jetzt die Co-Host-Rechte erteile, damit sie sich vorbereiten kann und den Bildschirm teilen möchte, wenn sie das noch austesten will. Auf Wiederschauen, ich danke auch. Auf Wiedersehen. So, grüß Gott, herzlich willkommen.